Tomb Raider gucken wir uns heute mal in unserer kleinen Reihe Keep or Kill an, in der wir immer entscheiden, ob ein Spiel bei uns auf der Festplatte bleiben soll oder ob es wieder höflich herunterwandert. Und wir spielen nicht das Original Tomb Raider, sondern wir spielen Tomb Raider Remastered, das jetzt erscheint. Da sehen wir es schon. Schaltet der Fritz gleich in Echtzeit um zwischen der neuen und der alten Version. Hi Fritz. Hallo Daniel. Und da sind drei Spiele drin, nämlich Tomb Raider 1 bis 3 in einer Remastered-Version. Kein Remake, sondern ein Remaster. Das heißt, man kann im Spiel auch jederzeit in die alte Version umschalten. Und jetzt schauen wir doch mal, wie gut die gealtert sind spielerisch, was sich da inzwischen getan hat und verbessert wurde und wie gut die dem Test der Zeit noch standhalten. Ich erinnere mich, ein Freund von mir sagte 1996, als meines Wissens nach das erste Tomb Raider erschien, beziehungsweise noch nicht mal als es erschienen ist, sondern als er eine Preview in irgendeiner Zeitschrift gelesen hat, da kommt jetzt Tomb Raider, das ist das geilste Spiel. So, und wir haben die Screenshots angeschaut und wir waren uns sicher, er hat recht. Ob es dann so war, muss jeder für sich selber entscheiden, aber es war schon ein ziemlicher Meilenstein damals als erstes richtiges 3D-Action-Adventure. Ja. Wir schauen es uns mal an. Wir fangen an mit Tomb Raider 1 und da im Haus von Lara. Das ist der Trainingsparcours, oder? Genau, das ist das Training, der Trainingsbereich. Man Willkommen kann auch in den Ladebildschirmen immer hin und her schalten. Ach, krass, zwischen okay. den, zwischen der, auch in den Zwischensequenzen. Jederzeit kannst du hin und her schalten zwischen der alten Grafik und der neuen Grafik. Wobei gesagt werden muss, die alte Grafik in der Software-Version, nicht die 3D-beschleunigte Version mit gefilterten Texturen und so. Also letztlich die wir auch von der PlayStation 1 kennen. Die so genau, so ungefähr auf dem Level ist. So, jetzt sind wir in der alten Grafik 1996 rausgekommen. Es war einer der ersten großen Meilensteine für die 3D-Action-Adventures. Heißt aber auch, es war ein bisschen ein Anfang, wo viele Standards noch nicht definiert waren. Und dieses Spiel kann man, oder diese Serie kann man jetzt die Anfänge wieder erleben. Aber man muss sie nicht unbedingt in der Grafik hier erleben. Ich kann die Kamera ja mal ein bisschen so, ist drehen. So ist eigentlich ganz nett, ne? Kann man zumindest ja, mal eine Zeitreise machen. Lara noch etwas kantig. Ja, ist noch etwas, etwas kantig hat sie. Etwas Kanten hat sie. Aber wir können ja mal umschalten. Mit einem Tastendruck wechseln wir in die neue Grafik. Mhm. Und das finde ich schon echt gut. Also. Ja. Von so. Ich meine, guck mal, das Bild auf der linken Seite, das Porträt. Ja. Zu so. Ja. Selbst die Fensterrahmen zum Beispiel, die da nur eine Textur waren, sind jetzt 3D-Objekte, richtig. Also sind ja, wirklich stimmt. ausgearbeitet. Auch auf dem Bett liegen jetzt zum Beispiel, oder auf diesem Sims, da liegen jetzt Kissen rum und ein Buch und so. Das Charaktermodell von Lara ist auch neu. Ja. Das ist, was die Grafik angeht, tatsächlich eins der Sachen, wo ich es in Sachen Optionen ein bisschen schade finde. Ich fände es geil, wenn man noch anschalten könnte, dass man mit der neuen Grafik aber dem alten Lara-Modell spielen kann. Also das wäre noch sowas, wo man sagen würde, das könnte man noch patchen. Die Architektur der Level ist aber auch ein bisschen angepasst, weil achte mal auf den Kamin da hinten. Oder ja. Ich gehe mal ein bisschen hin. Benutzt das Steuerkreuz, um ins Musikzimmer zu gehen. Das Steuerkreuz. Ja, das auch nämlich. Das Spiel kommt aus einer Zeit, wo Gamepads noch keine Sticks hatten, sondern nur Dialogsteuerkreuz. Wenn ich jetzt hier umschalte. Ah ja, okay. Das sind so Säulen noch dran. Ja. Wobei der auch echt interessanter ist mit dem schwebenden Kamin drüber. Vor allen Dingen ist es so ein Dreieck, ne? Also siehst du das? Ja. Ja, und jetzt ist es ein, da haben sie bestimmt drei Polygone extra eingebaut. Also ich finde den Unterschied schon echt krass. Ja. Also auch wenn man rausguckt, ne, da ist halt so fast gar nichts und hier siehst du dann ja alles da. Und ja, der eine oder andere merkt es vielleicht schon. Entschuldigung, das war ein Nieser. Das merkt der eine oder hier auch schön so ein bisschen so Lichtschäfts, die so durchkommen. Der eine oder andere merkt es vielleicht schon, wenn er es noch in Erinnerung hat. Lara bewegt sich ein bisschen. Drück die Sprungtaste. Ein bisschen. Jetzt drück sie nochmal und dann schnell. Nee, anders als man das von früher gewohnt ist. Denn sie hat jetzt eine komplett neue Steuerung. Ach. Und zwar. Ich kann auswählen, ich kann die Panzersteuerung, das ist die Originalsteuerung, nutzen. Warte mal, das ist hier bei Steuerung. Panzersteuerung, das heißt, ähnlich wie bei Resident Evil, muss ich Lara in die Richtung drehen,
wo sie hin soll. Also wenn ich zum Beispiel in die andere Richtung laufen will. Es gibt auch so einen Drehmove, das geht auch. Also das ist auch wie bei Resi, diese Schnelldrehung. Ne? Aber ich muss erstmal sie dahin drehen, wo sie hin soll. Und dann läuft sie geradeaus. Und dann läuft sie geradeaus. Und wenn ich jetzt zurückdrücke den Stick, dann springt sie so zurück. Ja. Und wenn ich jetzt, also ich kann noch. Das heißt, du kannst jetzt gar nicht auf die Kamera selbst zulaufen. Nee, das geht so in der Form, glaube ich, nicht, oder? Warte mal, geht das doch? Wenn ich die Kamera nach vorne drehe, dann geht das schon. Ah ja, genau. Okay. Also ich kann die Kamera um sie herum drehen. Ich bin gar nicht sicher, ob das zum Beispiel im Original, nee, das ging, glaube ich, im Original nicht, weil ich hatte ja nicht den zweiten Stick. Und es gab in der PC-Version früher, ich spiele es jetzt gerade mit dem Gamepad, aber ich werde gleich auf Maus umschalten, es gab ja in der PC-Version früher keine Maussteuerung. Also das allein ging schon nicht, weil... Wie haben wir das dann gespielt? Mit einem Gravis-Gamepad oder mit Maus? Nee, nur mit der Tastatur. Das hat man nur mit der Tastatur gespielt, das Spiel. Und da konnte man aber hier eine Taste drücken, um dann eine... Und so eine Art Kamerasicht anzumachen, damit man sich so ein bisschen anschauen kann, weißt du? So ging das dann früher. Ja. Aber das ist halt schon, also dieses jetzt drehe ich dann erstmal hin und tralala. Die Konsequenz daraus, dass das jetzt von der Steuerung so ein bisschen anders ist, ist allerdings auch, dass sie bestimmte Moves nicht mehr so direkt machen kann. Also zum Beispiel diesen Seitwärtssprung, den kann Lara in der neuen Steuerung nicht mehr ohne weiteres. Und sie kann auch den Zurücksprung standardmäßig nicht mehr. Das braucht sie aber auch nicht mehr, weil... Schalt nochmal auf das alte Bild, bitte, einmal. So. Ah ja, okay, weil ich mich gewundert hatte, ob in der alten Version auch irgendwie der Zopf schon animiert ist, aber nein, das ist natürlich nicht, die hat da diesen Dutt. Das wäre vielleicht noch ein bisschen zu viel gewesen. Und schau nochmal bitte jetzt... Das kommt in Teil 2 erst übrigens. Mit dem Bild an der Wand neben der Tür, hier rechts, 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 rechts. Das Bild, ja okay, da ist ein Pixelmatch. Da sieht man in der neuen Version, dass die Familie Croft doch wahrscheinlich wohlhabender ist oder krimineller, als man denkt. Denn da hängt, wenn du wieder auf neu umschaltest, da hängt, nach links gucken bitte, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das wahrscheinlich eher in ein Museum gehört als ins Croft Manor, aber bitte. Das sind alles Originalgemälde, die hier überall drin hängen. Das mit dem Zopf, das ist ab Tomb Raider 2. Gibt es das. Auch in der PS1? Auch in der alten Version, ja. Das ist da mit drin. Wow. Aber also ich finde, es ist erstmal so toll, dass man es halt einfach jederzeit umschalten kann und es macht so einen Spaß, es auch überall umzuschalten, um zu gucken, was überall ist. Ich habe irgendwie leider, ich muss mich entschuldigen, ich habe ein bisschen Problem mit der Videoaufnahme. Der Rekorder geht immer mal ganz kurz zwischendurch mal wieder aus. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht, wohin damit. Aber nur ganz, ganz kurz. Also wir haben ein paar kurze Schwarzbilder dazwischen, aber ist jetzt kein Weltuntergang. Hier sehen wir übrigens jetzt auch, warte mal. Kann man denn statt der Software-Version auch auf die 3DFX umschalten? Also nee, das geht nicht. Das geht nicht. Es ist die alte Software-Version, die quasi parallel emuliert läuft. Aber was wir hier zum Beispiel auch sehen, diese Lampe hier oben, die ist im Original gar nicht da. Krass, also es ist einfach, ist es hell in diesem Raum. Es sind einfach mehr Level-Details in den Leveln. Und so eine Lampe zum Beispiel jetzt hier in der neuen Version, die werfen dann auch immer einen Schatten, einen dynamischen. Also das erzeugen sie auch. Mhm. Es ist nicht so krass, was die Beleuchtung angeht, wie in diesen RTX-Demos, die aktuell so ein bisschen zu sehen sind. Aber es ist zumindest, diese Sachen sind drin. Und, was ich auch echt krass finde, diese Bilder hier, ne? Jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, schalt mal um, ist eine Textur drauf. Aber es ist ja nicht nur eine Textur. Es ist halt auch ein 3D-Rahmen. Der Rahmen ist modelliert, ja. Das ist total geil. So, jetzt schalte ich mal wieder auf die neue Steuerung um. Und das geht hier. Zack. Moderne Steuerung kann man übrigens auch belegen. Eine Sache ist noch merkwürdig, nämlich, dass man, wenn man das Gamepad aktiv hat, dann fehlt eine Taste, nämlich die für die Flares werfen. Ab dem Teil 2 gibt es ja die Flares, die sie auswerfen kann, also diese Lichtsticks. Und die gibt es. Die Taste ist nicht da in der Gamepad-Steuerung. Total weird. Also ich weiß nicht, was das ist, aber ja, ist halt so. So, also was ich machen kann, ich kann hier, es gibt so ein paar feste Kameraperspektiven, die ab und zu mal einschalten, aber ich kann hier jetzt auch neu Lara halt mit Maus und Tastatur steuern. Das mache ich jetzt auch. Also ich kann mich mit der Maus hier frei umschauen. Das gab's so nicht. Im Original. Lauf auf eine Kiste zu und während du das Steuerkreuz hochgedrückt hältst, drück die Handlungstaste, dann kletter ich rauf. Im Original gibt es eine Mod für Maussteuerung. Oder wo ist das? Hier. Ist halt auch, also
Hallo? Also ich finde, das ist mal echt ein geiles Remaster, wenn man das mal so, ja, so sieht. Wieso steht bei der die Bundeslade zu Hause? Vielleicht ein Indiana Jones Gag. Ja, bestimmt. Also das ist wirklich Hammer. Absoluter Hammer. Wie gesagt, Maus- und Tastatursteuerung ging so nicht. Aber was halt jetzt geht, ist, dass du, also mit Alt kannst du so langsam laufen, dann fällt sie auch nicht runter. Weil, und das, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil in dieser neuen Steuerung würde man jetzt aus Instinkt erstmal die Figur vielleicht dahin drehen, wo sie hinspringen soll, zum Beispiel. Ja. Das muss man aber gar nicht machen. Sie springt immer dahin, wo die Kamera hinguckt. Also wenn ich jetzt die Sprungtaste nach vorne drücke, dann springt sie dahin, wo die Kamera hinguckt. Ich muss also nicht erst so hindrehen. Und hier kommen wir vielleicht so ein bisschen zu einem kleinen Problem, was dieses Remaster hat. Denn die neue Steuerung wird nicht erklärt. Also die Besonderheiten auch an der Steuerung werden nicht erklärt. Zum Beispiel, das kann ich jetzt noch nicht zeigen, dass das zur Seite springen durchaus noch funktioniert mit gezogenen Waffen. Und also da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen und ein paar Sachen erstmal rausfinden, wie das funktionieren soll. Weil ich am Anfang echt so dachte, hä, ich falle doch jetzt ständig runter, wenn ich hier irgendwie die Seite, wenn ich jetzt hier irgendwie wenden will, dann kann es halt echt mal schnell passieren, dass ich irgendwo runterfalle und so. Und aber wird die so wenig, also wenn sie nicht erklärt wird, unterscheidet sie sich dann doch von der Steuerung her, von den ganz normalen, aktuellen Third-Person-Action-Adventure-Steuerkonventionen? Also wenn ich jetzt ein vergleichbares Spiel, was ich in Uncharted oder Jedi Outcast oder so spiele, fühlt sich das dann in der neuen Steuerung hier trotzdem anders an und man würde sich ein Tutorial wünschen? Gibt es ein bisschen, Aufschalten auf Gegner zum Beispiel? Und ich, das gibt es zum Teil, so ein bisschen. Es ist immer noch, man merkt dem Spiel trotz der neuen Steuerung immer noch an, dass das ein altes Spiel ist. Also, dass es ein Spiel ist aus der Frühzeit der 3D-Action-Adventures. Also 1996 waren 3D-Action-Adventures zum Beispiel noch längst nicht so durchdefiniert, was ihre Spielmechaniken angeht. Ja, genau. Also, und das merkt man im Spiel immer noch sehr an im Design. Es ist ja zum Beispiel auch alles ist auf Quadrate gebaut. Ja. Das komplette Game-Design ist Quadrat. Das mag ja auch der 3D-Technologie damals geschuldet gewesen sein, dass halt Rundungen nicht so möglich waren. Also Quadrate und Rampen, gut, die gab es in dem Underworld schon. Mit dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Lass dann die G-Taste los. Was zum Beispiel, man muss zum Beispiel auch ein bisschen, also man sollte unbedingt die Tutorials machen, sowohl das vom ersten Spiel als auch das vom zweiten, weil so ein paar Besonderheiten erklärt werden. Zum Beispiel, was glaube ich für heutige Verhältnisse ein bisschen weird sich anfühlt, ist, dass das dass sie dann doch relativ viel Anlauf braucht, bevor sie einen weiten Sprung macht. Und sonst einfach nur wirklich runterfällt. Also man muss ja am anderen Ende von diesem Bereich stehen, damit das funktioniert, dass sie jetzt zum Beispiel da rüberkommt, weil sonst springt sie halt auch einfach gar nicht. Toll. Aber wenn man erstmal drin ist, ist es eine sehr angenehme Steuerung dafür, dass das im Kern so ein altes Spiel ist. Versuch mal hier hochzuklettern. Ich kann hier und nicht hochklettern. Man kann es unter Umständen viel schneller spielen als im Original. Aber es ist echt, echt geil. Also, ja, es ist immer noch ein altes Spiel mit der Steuerung, aber es ist cool, dass das geht. Allein schon sich mit der Maus so umschauen können, ist super. Es ist wirklich, wirklich klasse. Lass uns schwimmen gehen. Ich weiß noch, dass das Schwimmen im Original eigentlich ganz intuitiv ging. Also, und das ist halt vor allem wegen den Lichteffekten der absolute Wahnsinn, war gerade in der 3DFX-Version. Das sieht man jetzt hier nicht mehr so. Aber einen schönen kreisförmigen oder achteckförmigen Schatten hat sie. Das ist tatsächlich auch jetzt lege ich in der neuen Version, aber auch in der alten Version relativ gut mit der Schwimmsteuerung. Es sind übrigens alle Erweiterungen dabei. Also diese Add-ons, die es ja zu jedem Teil gab, die sind hier in dieser neuen Version mit dabei. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Und auch hier kann man zwischen den ein bisschen hochskalierten Versionen der Videos und den Originalen hin und her wechseln. Das ist in der Regel dann halt einfach ein bisschen verpixelter. Ja. Zack. Und hier ist es, oder was heißt ein bisschen, es ist teilweise sogar sehr, also das ist schon cool, was sie da rausholen aus dem Material, ohne dass es abgesehen von Schriftart allzu fragmentig oder so oder falsch aussieht. Also das haben sie sich wirklich Mühe mitgegeben, das muss man echt sagen.
Also hier zum Beispiel, man merkt es dann an der Schrift, also ja, da hat er einfach ein bisschen wenig. Aber wenn du jetzt mal guckst, was das, muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Das gegen das, schwer das ist sagen, schon gut. Aber Sie machen sich bisher ganz gut. Ja, na toll, diese Brille, die würde heute auch niemand mehr freiwillig aufsetzen. Man kann übrigens die Sprachausgabe umschalten. Also es ist auch englische Sprachausgabe dabei, wenn man möchte. Halt die Klappe, Larsen. Ma'am. Weiden Sie Ihre Augen daran, Lara. Na, werden Sie etwas neugierig? Man darf gar nicht unterschätzen, wie revolutionär, muss man schon fast sagen, diese Figur für die Computerspielebranche und die ganze Industrie irgendwo war. Also ich meine, das wäre ja das Naheliegendste gewesen, so eine Art Indiana-Jones-Charakter, klassische Artefaktjägerin männlich zu machen, ne? War ja Nathan Drake dann auch letztlich viele Jahre später. Aber diese Entscheidung, Lara zu einer Frau zu machen, das ist schon echt krass gewesen damals. Und sie wurde ja dann sofort zu einem Popkulturphänomen, spielte in einem Ärztevideo mit, bekam Kinofilme, war auf Zeitschriftencover drauf und, und. Also, das wäre wahrscheinlich mit einem männlichen Croft nicht so passiert. Nee. Also, es wäre wahrscheinlich immer noch ein wichtiges oder starkes Spiel gewesen damals. Aber gerade diese Entscheidung, eben Lara zu machen, war schon echt wichtig für das ganze Ding. Trägt sich ja bis heute, ne? Also wenn man sagt, nenn mal eine weibliche Videospielfigur, kommt die, glaube ich, noch vor Prinzessin Peach und ja, vor allen anderen. Und auch natürlich sehr schön zu sehen an dem Charakter, wie sie sich weiterentwickelt mit dem Medium zusammen. Also nicht nur spielerisch, sondern auch sie als Frau, als weiblicher Charakter. Ja. Das hier ist natürlich einfach durch und durch ein Kind der 90er. Das Spiel. Aber dadurch macht der Charakter auch immer noch Spaß. Und sie ist auch hier cool. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Klar, sie ist sehr irgendwie so sexy gemacht und ist natürlich ein bisschen affig, dass sie da irgendwo in, was weiß ich nicht, Himalaya oder so in kurzer Hose dahin läuft, wo man halt so denkt, geht's noch? Aber sie ist halt trotzdem cool. Ne? Sie ist immer der Boss. Sie weiß, was sie macht. Sie knallt Hunde ab. Wölfe mit. Zwei Wölfe. Pistolen gleichzeitig. Ja, sie hat's drauf. Ah, jetzt kommt gleich das legendäre erste Level, diese Höhle. Gott, da kriege ich jetzt voll den Flashback. Und ich wette, ich habe das damals, glaube ich, auf der PlayStation zuerst gespielt und dann in der 3DFX-Version, wo ich dann als alter PC-Spieler, ich hatte ja keine PlayStation, gleich meine PlayStation-Freunde schön auslachen konnte und sagen, was habt ihr denn da für Pixelmatsch? Ja, guck mal hier. Also, hier da ist es. Früher... Ja. Wie hell es da drin ist, ne? Dafür, dass es eine Höhle ist. Aber es gibt auch dunkle Abschnitte. Aber insgesamt, man kann mal hinten da in die Höhle reinschauen, die Sichtweite ist in der neuen Version deutlich höher. Und hier die neue Version, da sieht man auch, da fällt dann auch Schnee runter. Mhm. Also solche Effekte sind auch neu. Sie atmet manchmal, auch, ich weiß nicht, ob sie das in diesem Spiel macht, aber manchmal macht sie dann auch, wenn sie im Schnee ist, sieht man auch richtig ihren Atem. Das sieht man in der Originalversion nicht. Die neue Version ist auch, also sie blinzelt zum Beispiel auch und bewegt auch so ein bisschen den Kopf in diesem neuen Charaktermodell. Das gibt es im Original nicht, soweit ich das gesehen habe. Und es ist natürlich hier auch Lichteffekte dabei. Das gibt es auch im Original nicht. Da sind dann so eine kleine Texturen dran. Leider kein Mündungsfeuerschatten. Ich soll gucken, das ist leider nicht dabei. Aber ich weiß nicht, sind die Patronen sind, glaube ich, im Original auch nicht dabei. Nee, die gibt es auch nicht. Aber es ist schon, also es ist so cool, dass man dieses Hin- und Herschalten machen kann. Und wenn man die Waffen rausgezogen hat, dann geht das tatsächlich mit dem mit den Sprüngen. Also dann funktioniert auch das wieder. Aber man braucht es halt nicht, weil wenn ich einfach die Kamera hier so umdrehe, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber sie macht es dann einfach auf der Stelle, springt dahin. Das ist schon wirklich, wirklich cool. Und also ich hätte gedacht, dass ich diesen ersten Level anders in Erinnerung habe. Ich hab immer den zweiten Level als ersten Level in Erinnerung. Weil man im zweiten Level dann auch schwimmt. Und das ist aber nicht der... Ich dachte mal, das ist der erste Level von Tomb Raider. Ist er aber halt nicht. Da hat mich meine Erinnerung getäuscht. Können wir ja gleich mal gucken, ob aber du... Auch. Ich dachte, das wäre der. Nee, das ist er nicht. Wir können gleich mal schauen, ob du... Aber vielleicht war der zweite dann die Demo. Genau, vielleicht genau. Das ist eine Demo für 3DFX oder so. Das glaube ich nämlich war's. Dass der zweite Level tatsächlich die Demo war. Aber vielleicht, oder es war, was ja durchaus damals auch oft passiert ist, ein bisschen ein angepasster Level halt einfach. Das kann ja auch sein.
dass sie das ein bisschen zusammengesetzt haben. In dem Spiel, glaube ich, hinterlässt sie zum Beispiel auch noch keine Fußabdrücke. Das macht sie aber in Teil 3, glaube ich, macht sie es schon. Bin nicht ganz sicher, ob sie es auch in Teil 2 schon macht, aber ich glaube in Teil 3 schon. Ja, mal schön zu sehen. Mhm. Und man kann natürlich auch die alte Version mit der neuen Steuerung. Also ist da nicht plötzlich die Panzersteuerung aktiviert, sondern es ist halt einfach die, die normale Steuerung. Also dass man dann halt auch so eine Sache machen kann. Ne? Also, welche Engine, Engine ist denn das jetzt? Ich weiß man das? Weiß es nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber der, warte mal, der Dings zeigt, was zeigt er hier an? Open, also auf jeden Fall eine OpenGL Engine. Das heißt aber leider auch, es wird keine RTX-Version, RTX-Remix-Version von dieser Version von Tomb Raider geben. Was ein bisschen schade ist, weil es natürlich cool wäre, wenn man das noch irgendwie zusätzlich mit drin haben könnte. Aber auch hier zum Beispiel die Pflanzen, ne? Ja. Also. ja, gut, hier sind es halt Minecraft-Texturen und da sind es halt zumindest modellierte. Modellierte Pflanzen. Ja. Und so kann man das wirklich überall machen. Und das war bei Halo eine tolle Sache, dass das bei Halo Anniversary 1 und 2 ging. Es ist hier eine tolle Sache. Es geht halt nicht immer in allen Spielen, dass man die so parallel laufen lassen kann, die Spiele. Aber es ist schön, dass es hier funktioniert. Man sieht zum Beispiel auch, dass die, das gilt auch für Schätze, die man findet. Oder auch sämtliche Objekte im Level, die früher 2D-Sprites waren. Also wenn ich jetzt hier die Kamera drehe, das sind jetzt 3D-Objekte. Ja. Wobei das damals eigentlich auch schon ganz schick war. Also, dass sie es überhaupt gemacht haben, hätte es ja auch nicht gebraucht. Mhm. Aber dieses Inventar Gefühl... Inventar komischerweise 3D-Objekte. Ja. Ich finde, dieses Gefühl wird gleich wieder ganz gut evoziert, auch in der alten Engine schon. Dieses, was man eben davor nicht kannte, alleine sich in so einer Kaverne da vorarbeiten nach und nach. Und was steckt wohl im nächsten Raum? Oh, hier ist die Tür zu, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Schalter. Und dann eben diese Kombination aus, wie kriege ich die Tür auf? Wie komme ich darüber? Wie ist hier die quasi die Sprungsequenz? Von wo muss ich wegspringen, damit ich auf den Vorsprung komme und so? Das war auch ein total cooles Spiel zum Zusammenspielen. Also einer spielt, einer guckt zu, weil es ja eben diesen cinematischen Ansatz hatte. Mein Gott, ist das lange her. 28 Jahre. Ja, ich muss auch gestehen, meine Erinnerungen verwischen, was Tomb Raider 1, 2 und 3 angeht. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob ich Tomb Raider 3 jemals gespielt habe. Ich mir schon, nämlich nein. Ich habe auch das 2er nie wirklich gespielt. Ich habe die ja nie durchgespielt. Ich habe, glaube ich, das erste in 3DFX mal eine Weile gespielt. Und ich bin aber nie so der Oberfan geworden. Ich meine mich zu erinnern, dass es da irgendwie so Frustfaktoren gab, die mich dann irgendwie angecast haben. Und da ich ja keine Playstation hatte und auf dem PC meistens auch was Besseres zu spielen hatte oder was mehr meinem Geschmack lag als jetzt ausgerechnet Tomb Raider, habe ich das nie gespielt. Ich weiß aber, dass ich sehr oft in Zimmern rumsaß, wo jemand Tomb Raider gespielt hat. Vor allem das 2er dann Venedig-Level und so. Das war ganz wichtig. Generell das ist es typisch, man hockt beim Kumpel und der spielt Playstation und man schaut dazu. Final Fantasy 7 damals auch und was nicht alles gab. Was ich ein bisschen schade finde, ist, hier sieht man so ein bisschen, ist jetzt nicht die ideale Stelle dafür, aber so ein bisschen, die Schatten an den anderen Charaktermodellen kommen relativ spät rein. Also jetzt hier zum Beispiel, achte mal auf den Hund, der da nicht umgefallen ist. Jetzt rangehe. Jetzt erst kriegt er Das ist aber schon vorher Schatten. Einer zu sehen. Ein bisschen. Das ist der Punktschatten. Den haben die alle immer. Weil, schau mal bei ihr. Sie hat immer auch einen kleinen Punktschatten, so wie im Original. Ja. Hier, der ist immer da, aber der richtige ausgearbeitete Schatten, der ist auch nicht absolut immer da in jedem Bereich, sondern manchmal ist der auch, also wenn da keine Lichtquelle so definiert ist, dass er irgendwie erscheint, dann ist tatsächlich nur ihr Punktschatten da. Es gibt aber zum Beispiel auch Abschnitte, wo einfach tatsächlich im Level jetzt neue Lichtschächte zum Beispiel drin sind. Also wo, es gibt übrigens keine Rennentaste, das ist schon Rennen. Also das ist ihr Gehen. Schneller geht's nicht. Wenn zum Beispiel bestimmte Bereiche im Originalspiel unlogisch dunkel waren oder unlogisch hell und es von oben einfach kein Oberlicht gab, dann ist jetzt in der neuen Version... Haben sie eins eingebaut, Genau, haben sie eins eingebaut. Hier zum Beispiel ist hier eigentlich alles dicht.
vom Licht-Ding. Aber es ist ein bisschen, wie kommt hier Licht in diesen Bereich rein? Wieso ist das hier hell? Ja, klar. Ergibt eigentlich keinen Sinn. Und da haben sie jetzt hier so ein Licht eingebaut. Und das finde ich auch sehr cool, also dass sie halt an solche Sachen gedacht haben. Da unten ist ein Bär für mehr Geheimnisse drin, aber den lassen wir jetzt mal Bär sein. Ich hole jetzt auch nicht jedes Geheimnis. Hier oben hinter der Säule liegt noch zum Beispiel noch was. Okay, jetzt kommt Musik rein, weil ich hatte mich auch so ein bisschen gewundert. Es ist relativ wenig Musik in dem Spiel drin. Das ist tatsächlich übrigens das Kämpfen, ist mit Maus und Tastatur besser, finde ich zumindest, als mit Gamepad, weil du schneller mit der Kamera hinterherkommst und zielen musst, weil sie hat zwar so ein Autolock-Ding drin, aber es funktioniert für heutige Verhältnisse trotzdem fummelig. Also da ist dann oft so ein Punkt, wo ich so sage, auch da merkst du dann wieder das Alter und vielleicht hätten sie noch eine andere Mechanik einbauen können, dass es einen stärkeren Lock-on gibt, aber vielleicht wäre es dann auch ein bisschen wieder zu weit von dem Originalerlebnis weg, weil trotz der neuen Steuerung ist es ein Spielerlebnis, was dem Original gerecht wird. Also es ist kein Remake-Erlebnis, dass man denkt so von wegen, ja, inspiriert von, aber eigentlich ein neues Spiel. Und das gab es ja zumindest für den ersten Teil auch schon. Und ja, es gab ja mal so ein Reimagining, gell? Von Tomb Raider. Ich weiß nicht genau, wie es hieß, Tomb Raider Anniversary oder? Ja, Anniversary, genau. Genau. Das war dann nur der erste Teil. Aber reichte das auch? 2007. Xbox 360-Generation, ne? Tomb Raider Legend und Underworld wurde das als Trilogy für die PS3 veröffentlicht. Ein Remake des ersten Teils von 96 ist 2007 erschienen. Von Crystal Dynamics. Sie brauchten nämlich dieses Remake für die Geschichte der anderen beiden Teile, weil die dann, also sie haben quasi ein bisschen eine neue Geschichte erzählt und mussten da dann erstmal in dem Remake Charaktere etablieren, die es hier so zum Beispiel nicht gibt. Damit das dann für die Nachfolgespiele funktioniert. Also es war zumindest ihre Argumentation auch so ein bisschen dafür. Ist auch ein okayes Ding. Dass man Ding mal aufs Wasser schlägt und sagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie denn die Marke Tomb Raider heutzutage so funktioniert. Wobei es ja Tomb Raider keine große Pause hatte. Ne? Also es ging ja... Oder Moment, ich gucke nach. Naja, vielleicht hat es jetzt keine ewig lange Pause gehabt, aber der Name war ein bisschen beschädigt zwischendurch. Das Vierer war schon sehr so jetzt... Eigentlich war das Dreier schon... Da hatte sich das schon so ein bisschen abgenutzt. Weil die Spiele sind sich im Kern sehr, sehr ähnlich, diese ersten drei Spiele. Und dann kam ja das Fünfer, glaube ich, ne? Angel of Darkness, was ja der völlige Reinfall war. Ja. Und dann war halt die Marke Tomb Raider auch schon wieder ganz schön durch. Die war halt ausgenutzt. Also kam zu viel. Es gab tatsächlich keine große Pause. Tomb Raider 1, 96, 97 der zweite, 98 der dritte. Das sind auch die drei, die es hier im Remaster gibt. Teil 4, die Chronik und Angel of Darkness 2003 und dann kam Legend und Anniversary und Underworld. Und Underworld war dann aber schon wieder ziemlich cool und das war so das letzte von den klassischen Tomb Raiders, bevor es ja dann 2013 mit dem Reboot losging mit dieser Trilogie, also Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider und das war bis jetzt das letzte, was erschienen ist. Bis das nächste jetzt wieder kommt und das Gott sei Dank ja auch wieder von Crystal Dynamics. Bis dahin nicht wieder dicht machen. Wenn sie nicht dicht machen, wobei Square hat Crystal Dynamics ja abgestoßen. Naja, aber an wen denn? An Embracer. Ja. Die sind bei Embracer. Das ist so? Oder? Ich sehe hier gerade, wird zusammen mit Amazon Games als Publisher entwickelt und die Nachricht Ich dachte, die sind bei Embracer gelandet. Sind die nicht alle bei Embracer gelandet? Vor einem Jahr hat Amazon, lass mich mal schauen, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Wir sind übrigens jetzt im zweiten Teil derweil gelandet. Im zweiten Spiel. Da hat es auch eine neue Story. Und der erste Level vom ersten Teil ist, glaube ich, ein bisschen anders, als man in Erinnerung hat. Weil dieses mit dem Tauchen und in dieser Höhle, dieser Geheimgang, das ist eigentlich der zweite Level. Ich überspringe jetzt mal das Intro, weil das braucht man nicht unbedingt. Aber es geht hier im zweiten Teil los mit diesem Level an der chinesischen Mauer. Und auch da, muss ich sagen, hat mich meine Erinnerung getäuscht, weil ich habe gedacht, es geht in Venedig los. Ja. Aber das Venedig-Level ist das zweite Level. Und das war ja dann ein bisschen die große Neuerung bei Tomb Raider, dass es dann auch Fahrzeuge gab. Ne? In Venedig gab es auch dann, war man auf dem Boot unterwegs.
Und ich glaube, im ersten Teil gab es keine Fahrzeuge. Zumindest in meiner Erinnerung waren da keine. Hier übrigens der Lebensbalken schon ein bisschen anders. Ja. Ja, ja, nochmal der Hubschrauber da oben. Das sieht aber in der alten Version schon ein bisschen grisselig aus. Also, es ist tatsächlich aktuell bei Embracer und zumindest letzten Sommer war ja da schon ein bisschen so, oh oh, was passiert damit? Und die meinten, nein, wir möchten den Fans versichern, dass es keine Auswirkungen auf unsere laufenden Bemühungen mit unseren Partnern bei The Initiative und Perfect Dark oder an unserem nächsten Tomb Raider-Titel, der in Zusammenarbeit mit Amazon Games entwickelt wird, geben wird. Das heißt, aktuell sieht es noch danach aus, als käme ein nächstes Tomb Raider von Crystal Dynamics. Und ich persönlich freue mich da auch drauf, soll mit, wenn dann mit der Unreal Engine 5 passieren. Und ich fand ja die letzten drei total geil. Ich bin auch einer von denen, der Shadow sehr mochte. Deswegen immer gerne. Vor allem diese Formel, die sie mit dem Reboot von 2013 erfunden haben, die, finde ich, hat sich sehr gut etabliert. So, gerade bei Jedi Outcast merkt man es total, dass das fast mehr davon inspiriert ist, als von den Uncharted-Spielen. Und ja, gerne mehr von solchen Spielen mache ich immer total gern. Da sieht man jetzt auch schon, dass dieses, wie springe ich denn jetzt wohin, wo muss ich denn jetzt lang und so, das war schon immer ein wichtiger Teil. Ne? Und das die optische halt Führung so war damals noch nicht so tippitoppi, dass man sagt, wo es leuchtet, muss man hin. Das war übrigens, also man merkt zum Beispiel jetzt hier im zweiten Teil, werden die Level auch schon wieder ein bisschen organischer und das, da sieht das im, also da war die Engine dann schon eigentlich völlig überfordert, weil das kann das Spiel nicht sonderlich gut rüberbringen. In Venedig hat das wieder besser funktioniert. Kameraprobleme gibt es übrigens auch im Remaster. Also die Kamera ist manchmal einfach überfordert von den Sachen, die sie machen soll. Ist einfach so. Das haben sie jetzt nicht irgendwie groß geändert. Ist aber, wie ich finde, auch okay, weil es, wie gesagt, ist halt ein Remaster. Das für alles andere wäre ein Remake notwendig. Und so nett es ist, dass es dieses Anniversary-Ding damals gab von Tomb Raider 1, diese ersten drei Spiele brauchen eigentlich kein Remake, weil die Tomb Raider-Erfahrung, wenn es darum geht, jetzt hier so diese ersten Dinge nochmal zu haben, da geht es ja eher um den historischen Rückblick. Und den hast du mit einem Remaster deutlich besser, weil wenn du ein modernes Tomb Raider haben willst, dann spiel halt einfach die modernen Tomb Raiders. Also die sind dafür ja gemacht. Ist ja nicht so, als wäre diese Tomb Raider-Erfahrung weg. Von daher finde ich es super, dass es dieses Remaster gibt. Jetzt habe ich zu lange gedrückt. Ich finde übrigens auch, dass wenn man dieses Original Tomb Raider Flair möchte, aber in modern, dann ist man sogar bei Shadow noch am besten aufgehoben. Weil das am meisten so antike Höhlen und Aztekentempel und riesengroße Zahnräder mit irgendwelchen mittelamerikanischen alten Reliefen und so hat. Also was man halt klassisch mit so einer Indiana Jones Tomb Raider Erfahrung, also wie auch der Anfang von Raiders of the Lost Ark, das kriegt man in Shadow noch am meisten, weil die anderen beiden, das erste hatte ja so ein Japan-Setting, japanische Insel, und das zweite dann Sibirien. Da ist es so nicht so ganz drin, wenn man jetzt das genau macht. Die armen Vögel, ey. Ja, man sieht auch an dem Kampfsystem, da ist kommt die Kamera einfach oft an ihre Grenzen. Also das ist halt dann doch noch ein altes Spiel. Nichtsdestotrotz, es ist halt cool, dass man zurückkehren kann. Und man kommt dann ins Venedig-Level umspringen? Nee, das können wir nicht machen, wegen Embargo. Das geht dann erst zum Release. Aber man bekommt ein sehr umfangreiches Paket, weil es sind halt die drei Spiele, die Zusatzlevel. Also da kann man schon eine ganze Weile dran knabbern. Da finde ich dann zum Beispiel auch den Preis von knapp unter 30 Euro für so ein Paket total angemessen. Ja. Also, sie haben sich da echt Mühe mitgegeben. Ist Smudo denn auch dabei auf der Tonspur im dritten Teil? Ja, wenn es die deutsche Tonspur ist. Es sind so ein paar Sachen noch drin, wo ich so denke, ja, da hätte man tatsächlich noch ein bisschen mehr machen können. Zum Beispiel wäre es cool gewesen, wenn es eine Outfit-Auswahl schon von Anfang an für alle drei Teile gäbe, dass du dir einfach im ersten Teil schon die Outfits aus den anderen Teilen anziehen kannst, wann du willst. Also es wäre eigentlich was für so eine Remaster Collection oder auch ein bisschen
historischen Rückblick, also ein bisschen die eine oder andere Doku oder so dabei, ein bisschen Info, Hintergrundinfos und sowas. Das wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, um das historisch so ein bisschen aufzuarbeiten, das ganze Ding. Ja. Das ist leider gar nicht so. Also am Bonusmaterial ist da nichts, außer wie gesagt den Inhalten drin. Ja. Ich finde ja so Kostüme grundsätzlich immer so ein Ding. Also ja gut, aber bei Tomb Raider war es halt teilweise die große Neuerung, ne? Ja, ja. Wann hat sie jetzt mal den Taucheranzug an und tralala. Ja, okay. Aber wie ist das, was ich heutzutage bei Spider-Man, wo du sagst, okay, du kannst jetzt im New Game Plus von Spider-Man 2, gibt es noch mehr Anzüge, die du freischalten kannst und 48 von 50 sehen ja total scheiße aus. Ja, also bei sowas, aber so meine ich auch so. Hier ist es ja tatsächlich ein bisschen Teil der Historie. Dass wirklich so dieses, dass sie mal was anderes dann in den anderen Leveln anhat und so. Und das wäre halt cool, wenn man das von Anfang an machen könnte. Mir sind noch ein paar so Dinge aufgefallen, wo ich so dachte, ach, schade, dass das, dass sie da nicht noch einen kleinen Schritt weitergegangen sind. Aber insgesamt ist es schon wirklich sehr gut gemacht. Also mit der neuen Steuerung, mit der neuen Grafik kann man. Das heißt, kann man nicht meckern. Ich werde ein bisschen meckern im Video, was ich für GameStar dazu auch noch mache. Aber, ah, shit, das war falsch. Aber insgesamt so in die Richtung sollten sehr, sehr gute Remaster aussehen und sein. Ich hatte jetzt auch bugmäßig keine großen Probleme bislang beim Ausprobieren. Performance ist in Ordnung. Das wäre jetzt auch ein bisschen merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Kommt das dann für die Last Gen auch noch? Ich glaube ja, es kommt, glaube ich, für alles. Es kommt auch für die Switch. Vielleicht auch ein schönes Spiel für die Switch. Ja, glaube ich auch. So. Auch einfach auch ein schönes Paket für die Switch. Aber hier zum Beispiel, wenn du jetzt hier so rausguckst, gerade in den größeren Leveln, ist halt da hinten alles dunkel, ne? Und in der neuen Version macht halt schon Spaß. Dass das geht. Also das zum Beispiel, ich bin eher gespannt, was sie bei Dark Forces machen im Remaster-Bereich, weil da ja grafisch fast gar nichts passiert, also zumindest von dem, was wir bislang in den Trailern gesehen haben. Da könnte das hier das deutlich beeindruckendere Paket sein. Aha. Ja, Spinnen. Schieberätsel sind natürlich auch viel dabei. Also es ist über weite Strecken ein Schalter-Finden-Schieberätsel-Spiel. Gab es da nicht auch wo muss der Klotz hin, damit du von da aus wegspringen kannst? Ja. Hat das nicht das auch mit erfunden? Das ist auf jeden Fall ist mit drin. Wie sie damals noch Wassertexturen gemacht haben. Ja, wie hier gar nicht so viel anders. Ne? Beim einen waren es halt pixelige so Pixel, die sich so ein bisschen bewegen. Eine andere Färbung und hier ist zumindest ein leichter Shader-Effekt mit drauf. Aber es ist kein tatsächlich nur ein Effekt, der drauf liegt. Also das Wasser ist jetzt kein richtiges 3D-modelliertes Wasser. Die Wellen sind auch nur ein Effekt, der oben flach drauf liegt. Das haben sie quasi nicht geändert. Ich tippe darauf, dass es da auch bestimmte Limits gibt, damit diese beiden Grafikversionen parallel laufen können. Ja, wahrscheinlich. Finde ich aber tatsächlich auch okay. Also, so und jetzt wird's lustig, weil jetzt. Das ist übrigens auch noch kurios, in der, wenn man die neue Version anschaltet, kriegt man hier die detaillierteren 3D-Modelle, aber der Hintergrund ist weg. Also, es könnte ein Bug sein. Ja, jetzt wird's so lustig. Es gibt nämlich keine Schnellspeicherfunktionen oder sowas oder Autosaves, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Man muss manuell speichern. Und das Spiel kann echt fies sein. Also, hier sehe ich zumindest die Bodenplatten ein bisschen deutlich, aber manchmal ändert es die Kamera, wie zum Beispiel jetzt hier.
Und na dann aber gute Nacht mit, dass du die Figuren auch richtig steuern kannst. Oder du kannst hier zum Beispiel zu weit springen und in die Tiefe einfach Nägel fallen und bist sofort tot. Kann dir passieren. Also es ist auch oft einfach ein bisschen unfair, das Spiel. Das fertige Mann. Oder dass man hier verlockt ist, dieses Ding da einzusammeln, was ich wieder mal nicht mache. Ja, aber das sind doch diese Sequenzen, die es beim ersten Mal spielen dann so spannend gemacht haben. Oder zumindest dann beim nächsten Versuch, wenn man beim ersten Mal natürlich sofort draufgegangen ist. So, nein, 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 okay. Da kommt die Wand, da kommt die Wand, da kommt die Kugel, da kommt die Klingen. So, diese typischen Mechanismen, die einfach frühere Zivilisationen ständig in ihre Höhlen eingebaut haben und die jetzt 6000 Jahre später auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Ach, da gab es schon eine Zipline. Ja, Spinnen, springen. Die Spinne beißt. Mensch. Wie hat sie sich denn doch mal geheilt? Im Menü. Das macht man tatsächlich im Menü. Mhm. Das dann auch ausgeht. Und der Waffenwechsel geht auch übers Menü. Ah, okay. Die Shotgun. Ja. Reden wir mal über moderne Konventionen. Auch ein merkwürdiges Habitat für zwei so Tiger, ne? So eine uralte Höhle. Ob die da genug zu fressen finden? Das zum Beispiel hätte man auch einbauen können. Also einfach ein Waffenmenü, was man, wo man eine Taste drückt und dann öffnet sich so ein Rad und dann wählt man halt einfach die Waffe aus. Also es gibt so eine ganze Reihe von kleinen Sachen, die man noch hätte reinbauen können, um das ein bisschen moderner zu machen, ohne dass sich jetzt das Spielgefühl stark geändert hätte. Aber ist kein Weltuntergang, aber merkt man so, ein bisschen was wäre noch gegangen. Aber hier zum Beispiel auch schon, ne? Also das hier Original, da ist halt keine Sprites oder so und hier sind dann halt wenigstens so die Pflanzen, dass du das noch ein bisschen siehst. Oder dass du auch einfach das Ende der Höhle da hinten siehst. Ist halt nix. Ja, mehr Engine war halt damals noch nicht. Ja, ja. Verrückt. War wirklich Wollen verrückt. Wir denn in den dritten auch noch reinschauen? Ja, können wir kurz reingucken. Ich guck gerade nur, ob hier noch was ist, was irgendwie wichtig ist. Hier bin ich zum Beispiel nicht ganz sicher, ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Ob das im Original wirklich so geflackert hat oder ob das vielleicht die Engine jetzt ein bisschen falsch interpretiert. Bin mir nicht ganz sicher, ob das korrekt ist. Ist jetzt nicht so wild, ne? Aber kommt mir so ein bisschen so vor. Aber das ist halt schon cool, dass das auch in den Zwischensequenzen, ne? Jetzt halt hier zack zwischen den Charakter, also zwischen den Sachen hin und her schalten. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Und hier ist dann auch ihr Gesicht animiert, wenn sie spricht, ne? In der Originalversion natürlich jetzt nicht. Mehr. Boah, diese also Gesichter damals. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch. Dieses irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Tür. Wer ist denn die Synchronstimme? Die kennt man doch auch, oder? Also von damals. Ja. Moment. Achso, der Level war hier sowieso vorbei. Dann gehen wir noch ins dritte Spiel und schauen uns das mal an. Und da weiß ich echt nicht mehr, ob ich das jemals gespielt habe. Weil ist ja auch, also ich meine, kam fast im Jahrestakt raus. Also das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Wir machen ein neues Spiel. Die Intro-Sequenzen wurden auch immer aufwendiger. Aber auch hier, also der Unterschied ist echt teilweise richtig, richtig cool. Vom Original, was hier so relativ verpixelt ist, zum Remaster. Also da, obwohl es halt aussieht wie alt, ist es halt deutlich, deutlich besser und klarer zu erkennen. Das macht schon Spaß. Aber ist das neu gerendert oder ist das KI? Ich weiß nicht, KI womit das optimiert aus, aber es sieht fast ein bisschen zu gut aus, irgendwie. Ja. Es sieht aber aus, als hätten sie die Texturen einfach zermatscht. Oder die Pixel rausgeKI'd. Ja, aber guck mal. Ja, ja, doch, an der Schrift sieht man es. Das ist KI. Ja, aber es ist doch krass, was die kann. Also. Ja, ja. Ja, ja, klar. Hier ist fast nichts zu erkennen. Und zack. Ja, ja. Also, das ist schon irre.
wenn sie uns nicht alle demnächst jetzt arbeitsmäßig nicht ersetzen würde, dann dann wäre es richtig, richtig toll. Aber hier ist Smudo dabei als Sprecher auf jeden Fall in dem Teil. So. Den erkennt man daran, dass er alles in Staccato alle Dialoge reinrappt. So, hier ist zum Beispiel auch noch ein bisschen, da bin ich ganz sicher, ob das sein soll oder nicht, dass diese, dass die Textur hier so durchsichtig ist. Im Original ist sie das an der Stelle tatsächlich auch. Da funktioniert es hier ein bisschen besser. Hier wirkt es ein bisschen eher wie ein Fehler. Aber auch hier wieder, ne? Also das ist jetzt das Originalding mit dem Dschungel. Ja. Und das ist jetzt die Neuauflage. Ja, kein Remake, aber für ein Remaster schon echt cool. Ja. Also, das macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Und gerade auch hier in dem Level, wo dann so wirklich viel so Natursachen, sind, da hilft es halt auch einfach sehr, dass du die bessere Grafik hast für zum Beispiel so, dass die Pflanzen halt nicht einfach wie hier das Pflanzendach hier vorne eine flache Textur ist, sondern halt wenigstens so ein bisschen einen 3D-Hau hat. Die Wurzel auf die Erde trotzdem sehr abrupt übergeht, ja. Aber die Grundarchitektur haben sie auch fast nicht angefasst, ne? Sondern fast, also spielerisch gar nicht. Spielerisch ist es wirklich die Originalarchitektur. Es ist manchmal sind ein paar mehr Polygone bei bestimmten Sachen mit drin. Also dass mal irgendwie ein Torbogen richtig ausgearbeitet ist oder so. Aber über weite Strecken sehr, sehr nah am Original. Was für die Art von Spielen, was sie machen wollen, auch richtig ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber was zum Beispiel jetzt auch in diesem Remaster so ein bisschen problematisch ist, früher gab es halt Anleitungen bei Spielen. Ne? Es gibt keine Anleitung bei dem Spiel. Was ist dieser blaue Orb? Ich habe keinen Schimmer. Hat das irgendwas mit dem Speichersystem zu tun? Keine Ahnung. Ich kann das nirgendwo nachgucken. Es gibt keine Anleitung. Und das ist halt ein bisschen, das ist nicht ganz so zu Ende gedacht. Also nett ist, dass der Boden jetzt hier auch so ein bisschen nass ist und so leichte Cube-Map-Spiegelungen drin hat, obwohl die ein bisschen höher aufgelöst sein könnten. Im Gegensatz hier zum Original. Wobei man hier auch sieht, die Haare wehen richtig im Wind. Also das ist ganz, ganz nett. Aber so ein paar Sachen merkt man so, ist genau wie mit der Steuerung, da haben sie nicht ganz zu Ende gedacht, wie man das eigentlich heute erlebt, gerade wenn man vielleicht neu ist und sich die alten Sachen mal angucken will. Und tatsächlich, was mir auch aufgefallen ist, was hoffentlich noch mit einem Patch raus gearbeitet wird, hier ist zum Beispiel im dritten Teil ist tatsächlich ein richtiger Fehler drin. Das hier vorne nicht Treibsand, sondern Sumpfland. Mhm. Ja, das erkennst du nicht. Aber jetzt schalte ich mal aufs Original um. Siehst du das? Ja, dann sieht man, dass es sich bewegt und es bewegt sich. Genau. Ja, okay. Und ich tippe drauf, dass das noch gefixt wird, ehrlich gesagt, weil das sieht mir doch sehr nach viel aus. Zumal das hier bewegt sich jetzt auch zum ersten Mal so ein bisschen in 3D. Also das ist kein Textureffekt. Schon, oder? Ja. Ja, stimmt. Mhm. Da ist ein bisschen, werden die Höhen verändert. Und wenn ich das jetzt auf so ein Ding wieder umschalte, da ist nichts. Kann es nicht erkennen. Also das ist ein Fehler. Glaubst du denn, das Spiel richtet sich jetzt, also das Remastered, an Serienneulinge oder welche, die vielleicht erst mit der letzten Trilogie eingestiegen sind? Es wirkt, finde ich, schon sehr so, als wolle man eher die Generation Silver Gamer ansprechen, die sagen, ey, weißt du noch damals, Kinderzimmer Tomb Raider, das kannst du jetzt wieder haben, das Gefühl. Ja, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass wenn du heute 20 bist und dir denkst, ja geil, Tomb Raider Remastered, weil ich glaube, von den ganzen Konventionen, ich meine, bei Shootern haben wir gesagt, ist das ja was anderes. Da kannst du ja heute in Quake 2 immer noch genauso spielen. Aber wenn du jetzt halt von Uncharted kommst oder von Jedi Outcast und du kommst jetzt hier rein, ich glaube, da wirst du dir auch in der Remastered-Version bald denken, so, du liebe Zeit, was ist hier denn los? Ne? Ja, auf jeden Fall. Bei System Shock zum Beispiel auch wieder gar nicht, das spielt sich ja super fluffig. Aber das ist, Aber das war ja auch ein richtiges Remake. Wenn man die hier als Remakes machen würde, würden die sich natürlich auch nach modernen, sagen wir mal, Systemen
spielen. Übrigens, kleines Detail, hier hat sie dann inzwischen, wenn sie verletzt ist, hinterlässt sie blutige Fußabdrücke in der neuen Version. Und was hier auch sehr schön zu sehen ist, jetzt zum Beispiel hier diese Steintexturen. Das ist schon echt, echt schick, auch wenn man die Klebelinien sieht. Mhm. Aber das ist schon wirklich, wirklich nett, was sie da gemacht haben. Aber zum Beispiel jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich dann sagen würde, schade, dass sie da nicht noch den Extraschritt gegangen sind. Jetzt haben sie hier diese Pflanzen reingebaut, ne? Die es so im Original nicht gibt. Aber wenn du durchläufst, passiert halt leider gar nichts. Ja, stimmt. Und das ist so ein Ding, wo ich dann sage, das wäre eigentlich was gewesen, wo man dann sagen müsste, komm, das müsste mit rein. Ja. So ein bisschen eine liegen gelassene Chance. Und von den Sachen gibt es noch so zwei, drei Sachen. Ich hatte mir irgendwo notiert, muss ich mir dann fürs richtige Video nochmal anschauen. So ein paar Szenen, wo ich dann so dachte, da klein bisschen wäre noch gegangen. Man merkt zum Beispiel auch wirklich sehr in diesen Naturleveln, dass diese quadratische Beschränkung auf alles, das ist halt was, ja, das war halt damals wahrscheinlich irgendwo ein technisches Limit. Aus heutiger Perspektive wirkt das so wenig natürlich, dadurch, dass halt alles so quadratisch ist. Das ist so weird. Aber ja, also ich tippe darauf, dass das für quasi ja, alte Säcke wie uns gedacht ist. Und vielleicht für Spiele-Enthusiasten, die halt dann doch jetzt sicherlich nicht in der Masse, aber wo halt dann, keine Ahnung, so ein Paul oder so, der halt dann auch sagt, er will mal sehen, wo das herkommt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele eher dann so anspielen, dass man das gar nicht unbedingt durchspielt. Also ich sehe mich auch nicht unbedingt jetzt alle drei Teile nochmal durchspielen, aber zumindest so ein paar Level weit spielen. Auch hier ist zum Beispiel, die Bodentextur soll jetzt so ein bisschen nass sein und ein bisschen spiegeln. Im Dschungel funktioniert das nicht immer so ganz richtig, weil der Effekt ein bisschen zu stark teilweise rüberkommt. Ja. In Venedig zum Beispiel gibt es ja relativ viele Spiegel. Da funktioniert das deutlich besser. Jetzt bin ich hier hinten wieder. Das können wir dann nach dem Embargo-Fall sehen. Wann kommt es raus? Genau, am Aschermittwoch, ne? 14. Februar. Am 14. Februar kommt es raus. Was haben wir gesagt? So ungefähr 27 Euro kostet es? Ja, sowas, genau. Nicht ganz 30 für alle Systeme, also PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. PC, wie ich gesehen habe, Steam und Epic Store. Könnt ihr also zugreifen, wo ihr wollt. Habe ich zum Beispiel Game Pass nicht, oder? Aber ich glaube, das ist so ein Spiel, da dauert es jetzt auch nicht 50 Jahre, bis das im Game Pass oder bei PS Plus dann aufkreuzt. Ja, das glaube ich auch. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das in einem Jahr oder so dann da irgendwo mit drin landet. Gerade wenn ein Embracer irgendwie dann doch jeden Pfennig irgendwie braucht. Momentan. Ja. Wer weiß, ob sie das, von wann auch die Entscheidung war, das zu machen, also ob das das jetzige Embracer noch gemacht hätte. Aber dankbar dafür, dass es irgendwie scheinbar noch durchgekommen ist. Aber hier sieht man zum Beispiel in diesen engen Bereichen, da ist die Kamera einfach oft überfordert. Also die wackelt dann so ein bisschen hin und her. Ich glaube, da hättest du nicht so wahnsinnig viel machen können, ohne tatsächlich das Spiel nochmal wirklich sehr stark anpassen zu müssen. Es ist aber eine spannende Zeit auch für Remaster, ne? Also bei System Shock Remake, das ist ja was anderes, wenn du quasi die Geschichte und das Kerngameplay in moderne Konventionen und in moderne Grafik verpackst, aber gerade die frühe 3D-Zeit, wie die Zeit, aus der das hier jetzt ist, wo viel eben noch nicht so etabliert ist, ist schon mutig, das als Remaster zu machen, weil halt du dich, glaube ich, als moderner Spieler schon ziemlich umgewöhnen musst. Und da gibt es auch jetzt nicht so viele Spiele, die da 1:1 funktionieren würden. Wahrscheinlich würde ein Jedi Knight 2 sogar noch ein bisschen besser funktionieren als Shooter. Na, wenn man das mal richtig remastern würde, offiziell, da wären höchstens die Lichtschwertkämpfe wahrscheinlich ein bisschen Da würde es aufhören, bei Lichtschwertkämpfen. Ja. Oder bei den Jedi Outcast, aber jetzt hier von 96. Gut, der Pool ist jetzt aber auch nicht so gigantisch an Spielen, die man aus der Zeit unbedingt noch remastern muss. Und wenn, dann wäre der erste Pick natürlich die Tomb Raider-Reihe. Und insofern ist das schon richtig, dass sie es gemacht haben. Denn so viel gab es ja auch gar nicht unbedingt. Nee. Wenn du jetzt überlegst, klar, es gab dann noch die 3D Prince of Persia, noch, also vor den Sands of Time Spielen.
Da gab's ja, aber die waren ja damals schon irrelevant. Ja, genau, genau. Genau. Und Sands of Time Remake bekommen wir ja theoretisch vielleicht noch, wenn es nicht irgendwie zwischendurch weggestorben ist. Aber ja, dann kam ja auch erstmal lange nichts in der Richtung und das, der nächste große Schritt für diese Art von Spielen war dann halt Uncharted. Und da ist es halt bitter, dass die Uncharted Collection auf der PS4 hängen geblieben ist. Also, dass sie die nicht für den PC rausgebracht haben. Das gibt ja halt Gerüchte, dass zumindest ein Uncharted 1 für ein Remake anvisiert wird, aber mal sehen. Ich schaue gerade mal, was 96 denn Vergleichbares noch erschienen ist. Also das erste Quake natürlich, da haben wir schon ein fantastisches Remaster, auch eher ein Remaster oder aber ein sehr, sehr gutes ja, ja, Remake. Ja, Resident Evil 1 hat schon sein Remake bekommen. Da fehlt halt noch das richtige 3D-Remake, ne, wie es 2er, 3er und 4er bekommen hat. Ja. Super Mario 64 hat auch kein Remake bekommen, sondern nur eine leicht angepasste Version für die Switch. Ja, dann wird es schon dünn. Wipeout. Das ist natürlich ein Rennspiel, das würde heute wahrscheinlich noch ganz gut funktionieren, aber sonst... Gibt's aber auch genug Spiele, die, sagen wir mal, diesen Vibe so aufgreifen. Also ich glaube, ja, das Original Wipeout brauchst du nicht mehr wirklich. Nee, brauchst du nicht. Shadows of the Empire wäre noch so ein Kandidat. Das wäre aber auch als Remaster ganz schwierig. Braucht man nicht, ne, ja, ist richtig. Ja, und dann... Da wäre eher Rogue Squadron halt auf den PC bringen, also die ganze Serie. Das wäre immer noch gut, weil die sind halt immer noch, gerade Teil 2 ist halt immer noch so fantastisch spielbar. Hier übrigens auch eine schöne Szene, wo man ein bisschen sieht, hier jetzt das Blätterdach im Original und die Szene ausgebaut. Das haben sie tatsächlich übrigens oft gemacht. Die Richtung ist echt hübsch. So, also mit diesem leicht Sonnenuntergangs-Vibe, mit diesem leicht orangenen Tint. Das haben sie oft gemacht, dass sie bei bestimmten Levelabschnitten einfach eine quadratische Etage oben raufgesetzt haben. Also das hat man zum Beispiel auch im Haus von Lara, sind manche Gebäude oder manche Umgebungsgebäude im Garten zum Beispiel einfach nochmal eine Etage höher, damit sie besser wirken. Das ist, ohne dass es ein spielerischer Eingriff in den Level ist, ist es eine gute Methode gewesen, um sich ein bisschen Platz zu verschaffen. Das ist ganz cool tatsächlich. Wollen wir dann mal Bilanz ziehen? Ja, gerne. Keep or Kill. Lass mich diesen wahrscheinlich von der vom Aussterben bedrohten Tiger noch schnell töten. wahrscheinlich waren die 96 sogar noch bedrohter, als sie es heute sind. Also, würden wir dieses Spiel auf der Festplatte belassen oder sagen, komm, reicht auch wieder. Ich für meinen Teil verstehe jeden, der sagt Keep, wenn er da nochmal reinschnuppern will in diese alte Spielerfahrung mit modernerer Grafik, muss man ja sagen. Ich werde es nicht noch mal spielen, glaube ich. Da gibt es genug moderne Action-Adventures, auch Tomb Raiders noch, Shadow habe ich bis heute nicht durch, die ich, glaube ich, eher weiterspielen würde, als das mir jetzt unbedingt zu besorgen. Aber ich halte es trotzdem für ein schönes Remake für den Nostalgiker. Remaster, Verzeihung. Also von mir gibt es in dem Fall für mich persönlich ein Kill, für alle, die mal ein bisschen Spielegeschichte schnuppern wollen, ein deutliches Keep. Ja, ich wäre, glaube ich, in dem Fall tatsächlich für Keep, weil ich merke beim Spielen, dass ich Lust bekomme, trotz der ganzen Ecken und Kanten, die in diesem alten Game Design drin sind, bekomme ich doch Lust, gerade den ersten Teil noch eine ganze Weile weiterzuspielen und auch den zweiten, wobei es ausgerechnet die Spiele sind, die ich früher auch gespielt habe und den dritten wahrscheinlich am wenigsten, aber irgendwie reizt er mich auch am wenigsten. Mal gucken. Also ein paar Runden drehe ich das schon noch. Das Venedig-Level möchte ich mir noch anschauen mal, aber da kann ich ja dann auf den Test warten oder auf Let's Play-Videos. Du kannst ja dabei das weiterspielen, du hast ja auch sonst nichts auf deinem Pile of Shame. Nee, gar nichts. Also spielen alles leer. Alles leer. Schön. Dann danke fürs Zeigen. Das war Keep or Kill mit der Tomb Raider Remastered Edition ab 14. Februar verfügbar für alle Systeme für knapp 30 Euro. Demnächst wieder mehr Keep or Kill auf diesem Kanal. Vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Ciao.